Hallo und herzlich willkommen, der Gerd macht's. Schön, dass du dabei bist. Freut mich sehr. Ja, Weihnachten sind vorbei, steht Silvester vor die Tür und ich habe noch viele Reste, was von einem übergeblieben sind. Und dann rote Beete, Äpfel, bisschen Gurken, Zwiebeln und so. Mein selbstgebeizter Lachs. Wenn ich den Lachs mache, gibt schon ein Video. So, und Silvester steht vor die Tür. Und in russischer Küche gibt es immer einen rote Beete Salat. Heißt Vinaigrette. Ich habe jetzt ein Salatrezept gesehen, weil eine ganz junge Bloggerin, Salat kurz und knackig, werde ich unten mit verlinken. Die hat den Salat dann gemacht, etwas anders, aber das hat so geil ausgesehen, komische Gänsehaut, hat so lecker ausgesehen, so einladend. Ich habe gesagt, du hast alles über, machst du so einen Salat, aber etwas anders, mit Lachs drauf und so weiter. Ich lasse übergeben, aber mit Lachs werde ich nur dekorieren. Und wenn du auch gespannt bist, wie es aussieht, dann bleibt man dran, schaut zu und genießt mein Video. So, der Salat geht ganz einfach und schnell. Zuerst mache ich die Marinade fertig, dafür nehme ich Mayonnaise. Ich habe jetzt eine Mayonnaise. So, ungefähr 2 große Esslöffel. Genau, Mengenangabe findest du alles unten in der Beschreibung. Na, hier kommt etwas Pfeffer. Habe ich ungefähr 1 Teelöffel schwarzen Pfeffer. Dann habe ich hier Salz. Salz, das ist Salz, oder? Das ist Salz. Dann machen 3 Teelöffel Salz und 2 Teelöffel Zucker kommt da rein. So. Alles schön vermengen. Und jetzt packe ich die Marinade. Kann sein, dass es etwas zu wenig Mayo ist. Ich tue noch ein bisschen Mayo rein, aber sonst so sieht das aus. Kann sein, dass es ein bisschen zu wenig Mayo ist. So, jetzt kommen schon die Zutaten rein. So, da sind Reste geblieben von Weihnachtsessen. Meine rote Beete. Schätze mal, das waren 150 Gramm, 200 Gramm. Dann auch Apfel, da kommen Apfel alles rein. Ich habe jetzt 2 Drittel große Äpfel genommen. Dann Schalotte und normale Zwiebeln. Ich habe hier eine kleine Schalotte und etwas von meiner Metzgerzwiebeln da rein. Und etwas von Gewürzgurken. Man kann das Kotschen nehmen. Ich habe normale Gewürzgurken, 3 Stückchen. Das kann ich schon jetzt schön alles vermengen und dann ist mein Salat ja schon fertig. So, Mayonnaise ist ein bisschen zu wenig, tun wir noch ein bisschen Mayonnaise rein. Jetzt nochmal so 3 Löffelchen Mayonnaise noch. Und weiter vermengen. Ja, und so sieht jetzt dieser Salat aus. Werde ich jetzt probieren, weil ich muss jetzt nachschmecken. Probieren wir jetzt. Salzig von Salz, von Gurken, süß, sauer von Äpfeln, rote Beete schmeckt ein bisschen erdig, Mayonnaise, ich hatte ja 2 Sorten Mayonnaise reingetan, die erste, die ich gesehen habe, die erste war helle Mayonnaise, da war etwas mit Schmand drin und zweite war eine normale Mayonnaise, die man so kennt. So, ja, fruchtig, wunderbar, jetzt werde ich den Salat erstmal ein paar Stunden stehen lassen, bevor ich ihn serviere, naja, werde ich das schön servieren, dekorieren und dann sehen wir uns wieder, wenn er so viel fertig ist. Ja, und so sieht mein Rote Beete Apfel Wintersalat aus. Rezept von Salat kurz und knackig. Geht auf diesen Kanal, guckt rein, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke bei der. Die hat richtig leckere, wunderbare und einfache Salate zu machen. Ich habe schon mehrere angeguckt, ein paar Stücke gemacht und dieser hat mir gefallen, weil ich auch viele Reste über hatte. Ich mache sehr viele Sachen aus Resten, habt ihr bestimmt schon gesehen. Wer noch nicht gesehen hat, dann guckt jetzt bitte durch. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, da verpasst auch kein Video von mir. Das ist 100% aus Resten und das ist richtig lecker, geil. Guck mal, wie das schön aussieht. Und das schmeckt. Guck mal da. Wird das bekloppt, wenn ich so erzähle? Ja, sehr, sehr leckerer Salat. Deswegen macht das nach. In russischer Küche ist zu Silvester immer so ein Salat. Vinaigrette heißt der. Gibt es bestimmt viele Rezepte. Ich habe noch kein Rezept. Das hat ja mein Freund Basti. Der hat auch einen Grillkochkanal. Basti, Grillkochkanal. Verlinke ich auch mit unten. Der hat das bestimmt schon gemacht. Ich habe den gemacht oft, aber noch nie Video gedreht. Aber der ist so, so lecker. Vor allem der frisch, der ist so frisch, süffig. Also auf diesem Wege wollt ihr mich loben, macht Daumen oben. Wollt ihr mich wiedersehen, haut unter die Glocke. Ansonsten passt euch auf, bleibt gesund. Und schaltet wieder, wenn es heißt, der Gerd macht's.